Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Omega Ruin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle gegen den Riku 604, wenn das die richtige Zahl war. Ich hoffe, es war die richtige Zahl. Wenn nicht die richtige Zahl war, steht es ja im Titel, ne? Ja. Und zwar habe ich die Kampfregeln mal ein bisschen geändert. Also die Kampfregeln gegen mich. Und zwar kann man jetzt alles mitnehmen, auf was man Lust hat. Außer natürlich Uber, wobei ich Durengard dabei erlaube, weil ich habe nichts gegen Durengard. Durengard kann man ruhig mal mitnehmen. So, und da haben wir ja schon direkt das Team vom lieben Riku. Ich zeige euch mal eben mein Team hier. So, da habt ihr das wunderhübsche Team. Und das ist wieder weg. Und dann mache ich auch gleich mal einen Screenshot von seinem Team. Und dann wollte ich mal fragen, was ihr denn gerne als 150 Abo-Special haben wollt, weil mir wirklich nichts einfällt. Und ja, dann wäre das halt ganz cool zu wissen. Dann ziehe ich mal das Fenster hier raus. So, mit was könnt ihr leaden? Also schreibt einfach in die Kommentare, was ihr als gerne als Special haben wollt. Und was könnt ihr leaden? Ihr könnt mit Mew leaden und Tarnsteine rauslegen. Das könnte er tun. Er könnte aber auch... Ja, was könnte er noch? Er hat Jan Mega dabei. Auch nie bitte nicht Jan Mega. Eklig. Sagt er nicht, er nimmt zwei Oyos mit? Ich sehe jetzt kein einziges Oyo, aber egal. Wenn er meint, dass das so muss, dann muss das so. Dann wollen wir mal gucken, was könnte er lieben. Ja, ich schätze mal stark, dass er mit Mew lieben will. Also liede ich mit Kecleon, Fragezeichen. Kecleon. Ich liede mal mit Kecleon. Kecleon wird da schon ein bisschen was reißen können. Hoffe ich zumindest, weil es ist Kecleon. Und Kecleon kann schon hin und wieder mal ziemlich lustige Scheiße machen. Es hat mit Kecleon immer ein ziemliches Predict-Spielchen. So immer ziemlich merkwürdige Dinge passieren da. Floras? Okay. Das wird Leon schon reißen, hoffe ich. So. Was könnte Floras denn machen? Floras könnte zu Schlafpuder gehen. Oder sich direkt mit Falter reinboosten. Da würde ich sagen, ich bleibe einfach mal drin und hau einen Steigerungshieb raus. Falterreigen. Okay, er fängt direkt an zu boosten. Da mache ich mit. Dann boosten wir uns halt beide. Let's boost together. Heute mit Kecleon LP. Ja, dem Damage, das kann sich schon sehen lassen. Gehe ich jetzt auch auf Durchbruch? Ich werde sowieso einen Angriff tanken. Schlafpuder, nein! Nein! Och nö! Nein, Kecleon, nicht schlafen! Kecleon, bitte nicht! Och nein, bitte nicht! Oh nö! Oh Mann. Okay. Dann boostet sich dieses Teil schön munter weiter, okay. Ich gehe einfach weiter auf meinen Durchbruch und hoffe aufzuwachen. Irgendwann mal. Auch wenn ich das wohl so schnell nicht tun werde. Er ist schon plus 2. Ich gehe mal auf Tiefschlag. Mit Glück wache ich halt auf und... Okay, ich wache auf. Greifst du an? Greifst du an? Ja, du greifst an. Zum Glück bin ich auf Tiefschlag gegangen. Und tankst du das? Nein, tust du nicht. Boah, das ist jetzt echt perfekt gelaufen hier mit dem Teil. Das hätte echt Probleme machen können. Aber Kecleon hat... getan, was Kecleon tun muss. Weil Kecleon halt awesome ist. Dann gehe ich jetzt auf den Schattenstoß. Man will ja hier nicht die Käferattacke abbekommen. Da ist der Schattenstoß dann doch schon ein bisschen freundlicher. Dann werde ich jetzt auf Steigerungshieb gehen, frage ich mich. Werde ich das tun? Nein, nein, ich gehe weiter auf Schattenstoß. Du stoßt, du Schatten. Er wechselt Riku raus. Waffeland? Mew! Warum wechselst du Mew, wenn ich fragen darf? Glaubst du etwa ernsthaft, ich wechsle Kecleon da raus? Kecleon ist too strong for you. So, jetzt... Mew ist, schätze ich mal, schneller als dieses Kecleon hier. Kecleon ist nämlich nicht sonderlich schnell, also kann ich auf den Steigerungshieb gehen. Ich kann es mir ja leisten, ich bin ja eh langsamer. Kecleon zerstört hier. Abschlag. Aua. Aua. Meine schöne Offensivweste. Da ist er weg. So.
Mach bitte ein bisschen Schaden mit Abschlag. Steigerungshieb. Okay. Finde ich cool. Kriege ich auch noch direkt wieder einen Boost rein. So. Will ich jetzt hier die Psycho-Attacke für den Tiefschlag einsetzen? Ich probiere es aus. Vielleicht klappt's ja. Tiefschlag! Und... Verdammt! Irrlicht! Verdammt! Mist! Kacke! Bullshit! Nein! Kecleon! Kecleon! Nein! Mein Name ist Kecleon. Du hast mein Kecleon angezündet! Nein! Kecleon! Ich habe gar nicht auf Kecleon gesagt, oder? Kecleon, du kommst auf Thumbnail. Ich mag dich, Kecleon. Dieses Kecleon kommt auf Thumbnail. Wenn es nicht auf Thumbnail ist, habe ich gelogen. Dann müsst ihr mich hauen. Okay. Was tust du? Mew? Komm jetzt die Tarnsteine. Das fände ich echt nicht cool. Der Damage ist gut. Crit. Oh. Weich. Och nein! Ihhh! Mew ist eklig. Aua. Bitte nicht, Mew. Was tust du? Ich hasse dich. Lass die Scheiße. Sofort, bitte. Mew, tu mir das nicht an. Was habe ich dir getan, Mew? Lass das. Bitte, sofort. Ich will das nicht. Schattenstoß. Jetzt kommen die Tarnsteine, oder? Bitte, Mew, tu es nicht. Abschlag, okay. Ich schätze, das war's für Kecleon. Ja, tschüss, Kecleon. Hast aber gute Arbeit gemacht. Auch wenn Kecleon echt cool gegen sein Team gewesen wäre. Regieis zum Beispiel hat ein echtes Problem mit Kecleon. So. Aber was holen wir jetzt hier in Mew rein? Will ich Wahlflamme holen? Will ich meinen Glurak reinholen? Mein Mega-Glurak Y. Ich weiß ehrlich gesagt halt nicht, was ich gegen Mew... Ich hole Milotic rein. Ich kann versuchen, mit Milotic Siedewasser das Mew anzuzünden. Das kann ich wirklich probieren. Das könnte ja funktionieren. Und wenn er rauswechselt, ein Burn ist immer cool. Er hat ja auch Milotic, ne? Wer, da kommt jetzt dein Milotic dann. Könnte das hier noch ein bisschen dauern. Ice Time. Okay, Regieis. Oh, das ist mit Garantie nicht mit Pika Hex gemacht, dieses Regieis. Ach, nein, bestimmt nicht. Komm schon, Burn, Burn. Burn. Kein Burn. Verdammt. Kacke. Was tut man gegen einen Regieis? Was tut man da? Drin bleiben tut man. Was soll man sonst tun gegen Regieis? Nimm noch ein Siedewasser in dein Gesicht. Burn. Perfekt. Danke. Da brennt es. Donnerblitz. Wird nicht viel Schaden machen, denn dieses Milotic ist speziell defensiv. Ja. Das war praktisch gar kein Schaden. Die Frage ist, will ich mich jetzt schon hochheilen oder... Ich bin schneller, warum sollte ich mich heilen? Hier, kommen weiteres Siedewasser. Friss das! Milotic wird Ice Time vernichten. Ja, dieser Donnerblitz ist mir relativ egal. Denn ich habe eine Erholung. Und ich denke mal, die dürfte dir ziemlich stark zusetzen, diese Erholung. Erholung! Eat that! Milotic Heiling Full. Milotic Healing Full. So, dann ist Milotic wieder voll und... ich wüsste jetzt auch nicht so... Och, nein! Nein! Bitte nicht! Och, nö! Bitte sag mir das wenigstens Chestoberry. Okay, danke. Dann ist ja noch einigermaßen okay. Gehe ich jetzt auf Schlafrede. Wenn er eine Chestoberry hat, kann ich da ja noch mit leben. Oh. Toll. Wunderbar. Freue ich mich drüber. Gleich noch eine Schlafrede. Und? Was kommt jetzt mit der Schlafrede? Wieder nicht Erholung. Das fände ich echt wirklich richtig kacke. Nee! Milotic! Was tust du? Lass die Kacke! Ich muss dich ja schon wieder heilen. Hey, Moment, der Burn kommt jetzt diese Runde rein. Muss ich noch nicht heilen. Noch nicht heilen. Ich darf dich nächste Runde dann wieder heilen. Siedewasser! Burn ihn! Burn ihn! Burn, ja!
Okay, dann kriegt er auch schon wieder ein bisschen Schaden. Und wehe, da kommt jetzt ein Crit vom Donnerblitz, dann eskaliere ich hier aber. Okay. Dann werde ich jetzt hier in dieser Runde geburnt und kann mich hochheilen. Sehr gut. Erholung. Und Milotic ist wieder voll. Bin ich sehr zufrieden mit. Wirklich sehr zufrieden. Aber diese Sache hier mit Regieis, die könnte noch ein bisschen dauern, glaube ich. Und wenn er dann das nächste Mal, wenn ich den nächsten, seine nächste Erholung predikte, die wird wahrscheinlich erst ein bisschen später kommen, weil er ja keine Marunbeere hat, werde ich dann direkt in Kikli reinwechseln. Und die nicht, und ihm kein Ding ins reinhauen, kein Mogelhieb, sondern einen Feuerfeger. Donnerblitz. Warte, was? Ich war gerade dumm. Sorry. So, dann schätze ich mal. Er wird jetzt auf die Erholung gehen. Und ich hole Kikli rein. Oh Gott, in der wievielten Runde Sleep ist Milotic? Es ist jetzt die... Ich habe noch eine Runde Sleep mit Milotic, glaube ich. Ja, ich habe noch eine Runde Sleep habe ich mit Milotic. So, da kommt die Erholung. Wie ich es predicted habe. Da kommt sie. Dann kann ich ja jetzt endlich auf meinen wunderbaren Feuerfeger gehen. Turmkick ist mir zu riskant. Da hat er noch Jan Mega und Mew zum Abfangen. Ja, was kommt hier rein? Ist es Jan Mega? Mew, okay. Jan Mega hätte ich dann doch mehr gefeiert. Feuerfeger. Burn? Okay, kein Burn. Wäre ja auch irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Dann hole ich jetzt mal... schon mal Milotic wieder rein. Ich hole Milotic mal wieder zurück. Und gucken, ob ich es irgendwie hochheilen kann. Weichei. Ekelhaft. Hör mal auf damit, Mew. Hör mal auf damit. Schlafrede. Abschlag, okay, damit bin ich meinen Heißorb los. Aber ich schätze mal, ich kann damit leben. Ich schätze mal, ich kann damit leben. Er hat ja eh keine besonders starken physischen Angreifer. Eisstrahl, Fuis, komm schon, Fuis! Ja! 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 Tut mir leid. Tut mir echt leid mit dem Fuis jetzt. Aber... ich hab doch das Recht, das zu feiern, oder? Ich meine, es war ein predicteter Freeze. Sorry. Ein predicteter Freeze, ja? Das schafft nicht jeder. Ich hab gerade den Cringe gemacht, ja? Das war der Cringe. Ich hab den Cringe gemacht. Und das ist eigentlich komplett unmöglich, den Cringe zu machen, wenn man nicht der Cringe ist. Aber tut mir schon irgendwie ein bisschen leid. Ich finde es aber trotzdem auf irgendeine ganz merkwürdige Art und Weise voll cool. Käfergebrumm? Pff, Käfergebrumm. Für wen hält der sich? Als ob das Damage machen würde. Komm, jetzt muss ich den Eisbeam treffen. Das würde ich echt feiern. Eisbeam, da ist er ja. Und wehe, das freest jetzt, dann eskaliere ich hier aber. Okay, es freest nicht. Aber es reicht fast. Gott, das arme Flash. Das arme Flash. Wird zurückgerufen. Okay, was kommt jetzt? Ice Time. Okay. Hallo Ice Time. Bist du auch schon wieder hier? Du schläfst aber noch zwei Runden. Ice Time. Das weiß ich. Triff jetzt bitte einfach das Niedewasser. Eisstrahl. Okay. Triff halt nochmal den Eisstrahl. So. Aber das Regieis wird noch zwei Runden schlafen. Also kann ich Bruce reinholen. Ja, ich hol Bruce. Und hau ihm nochmal einen Feuerfeger rein, wenn er das... wenn er dann hier ist, ne? Oder will ich rauswechseln? Will ich direkt rauswechseln? Ich gehe auf Feuerfeger.
Ich konnte natürlich das Mew einfach predikten, aber ich glaube, ich gehe mal auf den Feuerfeger. Wäre ich nur rausgewechselt. Ich hätte was Cooles gegen Mew reingeholt. Verdammt, der Feuerfeger hat Mew auf... Gut predicted. Das hat der richtig nice gemacht. Der wollte wahrscheinlich, dass ich diesen Feuerfeger raushau und Mew auftau. Ich hole mal Wahlflamme rein. Ich schätze mal, das Mew hier ist physisch defensiv. Eine spezielle defensive Wall ist ja Milotic, denke ich. Oder Regieis oder beide. So, Wahlflamme. Du bist mega, da bringt der Abschlag dem Typen gar nichts. So. Und jetzt kommt der Mega-Flammenwurf oder Mega-Solarstrahl? Jetzt kommt der Mega-Flammenwurf. Das wird sitzen. Das wird richtig hart sitzen. Da kann Kyoko-chan, Milotic kann da machen, was es will. Ich habe ja immer noch meinen Solarstrahl, den ich gleich raushauen kann. So, Mega-Glurak Y. Ist übrigens ein Mega-Glurak Y, kein Mega-Glurak X. Weil ich das Mega-Glurak Y irgendwie doch ein bisschen lieber mag. So. Der würde zwar wenig Schaden machen, aber ich habe ja immer noch meinen Solarstrahl. Und der dürfte so ungefähr das Doppelte. Ach, was? Mehr? Quatsch. Das Vierfache machen. Das laber ich. Solarstrahl, hier, weg mit dem Milotic. Ich habe ihm gesagt, dass ich ein Oyo mitnehme. Also muss er sich auch darauf vorbereiten, dass ich eins mit habe. Tschüss, Kyoko-chan. So. Erster Kill für Glurak. Flash. Ah, du. Da kommt jetzt der Schutzschild. Das sage ich, das kann ich vorhersehen. Dass hier jetzt der Schutzschild kommen wird. Also hole ich Bruce. Der ihn dann mit einem Patronenhieb, nicht mit dem Mogelhieb, sondern mit dem Patronenhieb besiegen wird. Ja, da ist der Schutzschild. Und ich will jetzt nicht auf Mogelhieb gehen. Ich will meinen Normaljuwel noch nicht verschwenden. Ich werde ihm jetzt den Patronenhieb in sein Gesicht hauen. Ja, Schutzschild, mach ruhig. Ich habe eh Priorität. Da wird dann Flash auch nichts gegen Kikli machen können. Friss meinen Patronenhieb. Er wechselt raus. Hallo Mew, schätze ich mal. Ja, Mew. Aber was will Mew schon machen? Mew kann gar nichts tun. Mew kann absolut nichts tun. Ich wünsche mir gerade, dass ich auf Kikli einen Abschlag hätte. Ich hole Milotic. Ich hole jetzt Milotic. Okay, was holst du? Red Bull. Bester Name der Welt. Aber leider bringt dir dein Red Bull nichts. Denn ich schätze, Milotic wird einen Angriff von Red Bull tanken. Siedewasser. Ich bin schneller. Ah, stimmt. Wieso Funk war ja so langsam? Habe ich ja fast vergessen. Burn? Burn? Crit? Kein Burn, okay. Steinschädel? Aua. Okay, wird Milotic doch nicht tanken. Ja. Wird Milotic doch nicht tanken. Aber es ist nicht schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. Wahlflamme ist nämlich schneller. Und wird ihn mit einem Flammenwurf sowas von rausnehmen können. An sich kann Glurak jetzt hier echt... Ich kann Glurak schon sweepen. Ich glaube schon. Flammenwurf. Burn them all. Alles niederbrennen. Oh Gott. Ich glaube, das Teil ist Assault Vest. Außer es hat jetzt irgendwie ein Live-Orb und ich habe es einfach verpennt. Aber ich glaube, das Teil ist Assault Vest. Das hat schon ein bisschen was durchgehalten gerade. So, hallo Flash. Das so im Rampenlicht steht. Schwebt. Schwebt natürlich. Schwebt. Und da... Der hat bestimmt keine Kraftreserve Stein. Da kann ich eigentlich einfach drin bleiben. Ja, Schutzschild. Mach. Mach. Mir egal. Kannst dich protecten, wie du willst. Wahlflamme vernichtet dich.
Ich glaube, da überschätzt er wohl Jan Mega ein bisschen. Jan Mega ist zwar stark, aber nicht so stark. Antikraft. Ah ja, stimmt. Aua. Das kann es ja auch haben. Wahlflamme. Nein. Okay, ich habe Jan Mega unterschätzt. Verdammt. Mist. Kacke. Naja. Muss ich jetzt wohl irgendwie mitleben, ne? Bruce. Hau ihm dann Patronenhieb ins Gesicht. Hau ihm deinen Patronenhieb ins Gesicht. Ich will den Normaljuwel noch behalten. Noch will ich hier nicht auf Mori-Hieb gehen. Noch will ich Flash einfach mit einem Patronenhieb aus dem Kampf hauen. Wow. Dieser Protect war unglaublich sinnvoll. Hust. Und weiterer Patronenhieb. Wahrscheinlich will er auch einfach mal eine Sonne wegstollen. Kann ja sein, ne? Und da wechselt er seinen Jan Mega auch noch raus. Es stirbt eh beim nächsten Live-Op-Damage. Es wird hier nicht mehr viel helfen können. Aber was tue ich gegen Mew? Was tue ich gegen Mew? Das ist eine sehr wichtige und interessante Frage. Was kann ich gegen dieses Mew machen? Oh, ja, mir fällt gerade ein, was ich gegen Mew mache. Das fällt mir ja. Ich habe gerade... Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Eggwormon ja noch habe. Go Eggwormon. Und zwar wird Eggwormon richtig hart Damage machen können, weil ist ein Fluch Eggwormon. Warte. Erstmal lege ich Tarnsteine. Ich lege erst Tarnsteine. Bevor ich mich hochfluche, lege ich die Tarnsteine. Damit ist Jan Mega nämlich schon mal raus. Und ich schätze mal, das ist ganz praktisch, wenn Jan Mega schon mal raus ist. So, Jan Mega ist besiegt. Und ich gehe auf Fluch. Ah ja, stimmt. Irrlicht. Huch, vergessen. Egal. Kann ich aber noch mit leben, denn ich kann mich dagegen fluchen. Stolos kann sich ja gegenfluchen. Da kann dieses Mew tun, was es will. An Eggwormon kommt es nicht so schnell vorbei. Auflock. Oh ja. Verdammt! Das gibt's ja auch noch. Habe ich ganz ausgeblendet. Und ein weiterer Fluch. Schade, dass Eggwormon keinen Gyroball lernen kann. Hätte ich echt gerne drauf. Fluch Eggwormon mit... Eggwormon heißt Stolos mit Gyroball wäre schon stark. Ich bin jetzt wieder auf normalem Schaden. Ich hau meinen Kopfstoß raus und hoffe, dass er trifft. Perfekt, jetzt kommt der Switch. Komm, in was wechselst du? Ice Time. Wenn ich treffe, ist Ice Time raus. Wenn ich treffe, war es das mit Ice Time. Und natürlich geht's daneben. Natürlich geht's daneben. Ich will dieses eklige Ice Time weg haben. Dieses Wedgie Ice oder Wedge Ice. Für mich heißt es Wedgie Ice. Und es geht noch mal daneben. Was ist die Trefferchance davon? Ich gucke dir jetzt nach. Was ist die Trefferchance? 80%. Ach so, 80%ige Trefferchance. Ich sehe schon deine diese wunderschöne 80%ige Trefferchance. Mann. Jetzt verliere ich deswegen Eggwormon. Und Crit, genau, triff jetzt wenigstens. Danke. Kann ich Wedgie Ice wenigstens mitnehmen. Ich hätte es schon so lange loswerden können, aber es trifft ja nicht. Mann, Stolos, was tust du? Stolos, du enttäuschst mich. Dann hole ich jetzt Kokowai. Flash, fuck. Fuck. Dieser Luftschnitt wird mich so rausnehmen, aber so richtig. Da muss ich leider Bruce opfern. Außer natürlich, er geht jetzt... Doch, er geht auf Luftschnitt. Ja. Tschüss, Bruce. Thanks, du nie. Ja, aber Jan Mega wird dadurch besiegt. Durch seinen Live-Orb. Dieser Kampf ist echt spannend. Ich habe nur noch Mew und ich habe nur noch Kokowai.
Mio hat Mio Synchro? Ich glaube, Mio hat Synchro, oder? Na klar, Mio hat doch Synchro. Also kann ich ihn auch nicht paran. Ich würde mich selber damit paralysieren. Dann könnte das jetzt ein bisschen dauern. Gigasauger! Ja, hallo Abschlag. Citrobeere werde ich nämlich auch los. So, das... Ja, ich bin mit dem Damage noch relativ zufrieden. Auch wenn er den ja gut gegenheilen kann. Aber ich kann mich auch gegenheilen. Wir werden jetzt also so ein bisschen... gegenseitig keinen Damage machen können. Außer er burnt mich. Aber wenn er mich burnt, wäre mir das relativ egal. So, dann... Ich würde ja vorspulen, aber ich bin noch zu faul für. Ganz ernsthaft bin ich jetzt zu faul für. Ich spule das nicht vor. Ich will jetzt mir diesen Kampf zwischen Kokobai und Mew angucken. Komplett. Also, ich will, dass ihr euch den anguckt. So, Kokobai versus Mew. Über 3 Stunden. Nein, das könnte es echt wirklich dauern. Weil sein Abschlag mir kaum Damage macht und ich mich gegenheilen kann. Wobei irgendwann auch mein Gigasauger leer ist. Und die Gigasauger brauche ich leider zum Gegenheilen. Kacke. Komm, Crit. 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 Verdammt, warum crittest du nicht, Kokobai? Kritte doch mal, bitte. Jetzt geht er wahrscheinlich nochmal auf eine... Ich kann jetzt paran. Er hat mich geburnt. Ich kann paran. Schön, dass mir das so früh auffällt. Ich kann ihn jetzt paran, ohne mich selber zu paran. Und kann das Mew damit besiegen. Über einen längeren Zeitraum natürlich. Stachelspore. Diese Stachelspore wird mir richtig hart helfen. Ich kann das Mio jetzt nämlich outspeeden. Und ja, die Synchro bringt ihr nichts. Und er könnte halt die Full Para bekommen. Die Para könnte mir jetzt helfen, dieses Mio da wegzubekommen, wo es jetzt steht. Komm, Kokobai. Hau das Mio weg. Mach es fertig. Komm, Para. Full 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 Para. So, jetzt kommt's entweder... Ich glaube, jetzt kommt's auf Min-Max an, oder? Jetzt kommt's auf Min-Max an, schätze ich. Hoffe ich gerade irgendwie ein bisschen. Ich will dieses Mew da jetzt mit Kokoball besiegen. Komm! Reiche! Es reicht! GG. GG und Riku waren richtig geiler Kampf. Richtig nice. Und... Du hast richtig gut gespielt. Und das am Ende, das... Die Para war halt die einzige Chance, das speichere ich sogar, war halt die einzige Chance für mich, diesen Kampf zu gewinnen. Die einzige. Also es hätte genauso gut für dich ausgehen können, dass ich... Ich würde das jetzt unentschieden nennen, aber das Spiel sagt ja, ich habe gewonnen, tut mir leid, Rico. Naja. Wenn ihr auch mal gegen mich kämpfen wollt, stehen Skype und Twitter in der Videobeschreibung. Ich suche da gelegentlich mal nach Kämpfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.